Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem Manga-Update für das, ja, den Ende des Jahres. Das Ende des Jahres. Das ist nicht alles aus dem Dezember, ist auch einiges noch aus dem November, aber ich war so busy, dass ich gar keine Zeit mehr dafür hatte. Deswegen kommt das so alles jetzt. So ein guter Abschluss und dann Start ins nächste Jahr. Ich fange direkt mal an mit einigen kleinen Weihnachtsgeschenken. Ich habe zum Beispiel die Staffel von Naruto Shippuden bekommen, die 7. und die 8. Ja, einfach weil ich die Staffeln sammle und ja, mir das noch gefehlt hat. Ich muss ganz ehrlich aber sagen, dass ich damit noch warten werde, bis ich die schauen werde, einfach weil da so viele sad Sachen passieren und ich weiß noch nicht, ob ich dafür so ready bin. Aber es ist auf jeden Fall der Angriff von Pain auf Konoha in diesem hier und man sieht auch ein bisschen, ich weiß nicht genau, was passiert, aber man sieht auch ein bisschen was von Minato auf jeden Fall. Und ja, dann habe ich auch wieder zwei Filme bekommen. Und zwar zwei Detective Conan Filme, wie ihr wisst, oder auch nicht. Ich bin ein riesen Detective Conan Fan und ich wünsche mir eigentlich zu jedem Geburtstag und Weihnachten immer ein paar Filme, damit ich irgendwann alle habe. Es fehlen noch einige, aber jetzt habe ich schon mal zwei mehr. Einmal 16 und 17. Das ist der 11. Stürmer und Detektive auf hoher See. Ich muss ganz ehrlich, also der 11. Stürmer ist tatsächlich der Film, den ich von den ganzen am wenigsten mag und daher auch nur einmal geschaut habe. Einfach weil, ja, ich bin nicht so der Fußballfan. Vor allen Dingen auch in Mangas. Also bei Blue Lock ist das eine Ausnahme, aber es gibt ja auch so Specials von Conan, wo es nur um Fußball geht. Die lese ich auch eher weniger. Und ich fand diesen hier auch nicht so krass spannend. Ja. Dafür Detektiv auf hoher See ist einer, den ich sehr gut finde, den ich auch sehr spannend finde. Einfach weil ich finde, Ran übernimmt in diesem Film auch mal eine aktive Rolle, kurz. In vielen ist sie ja einfach wirklich nur so Connens mentale Stütze und ne, diese innere Stimme, die ihn antreibt, was zwar schön ist, aber ich finde es halt cool, wenn sie in manchen Filmen auch aktiv wird und deswegen mag ich den besonders. Ja. Dann habe ich mir auch noch weiter gewünscht Naruto. Drei Bände und zwar 61 bis 63. Fehlen mir also nur noch, ich glaube, 10 oder 9 Stück, bis ich die Reihe komplett habe. Das ist noch ein langer Weg, aber ja, ich habe mich auf jeden Fall gefreut, weil wir kommen dem Ziel langsam näher, dass ich die komplette Reihe haben möchte und auch ich bin kein Fan von diesen Sammelbänden, muss ich sagen. Ich finde es cooler, die im Original oder einzeln zu besitzen. Deswegen wollte ich unbedingt Naruto einzeln haben und will das auch bei vielen anderen Reihen. Zum Beispiel Blue Spring Ride möchte ich unbedingt in einzeln voll kriegen, aber schwierig. Deswegen sehe ich es auch nicht ein, jetzt nochmal die Sammelbände zu kaufen, obwohl ich die vermutlich voll kriegen würde. Ist halt blöd, ne? Mir fehlen, glaube ich, hier nur noch, ich bin bei 9, 4 Stück. Kriegt man leider nicht mehr für unter 25 Euro pro Band, was ich auch schon ziemlich happig finde. Aber wer weiß, vielleicht, wenn ich irgendwann reich bin, dann wird das passieren und ich träume auch davon, irgendwann Dragon Ball und One Piece und alle so vollständig zu haben, einfach weil es sieht geil aus, ne? Also, darf man mal so sagen. Dann gab es natürlich auch wieder Altraverse einige. Ich muss kurz sortieren. Ich muss sagen, es sind die letzten Monate nicht so viele Mangas rausgekommen für mich, die ich interessant finde oder die ich sammle. Ich versuche gerade nicht so viel auf neu anzufangen, weil ich eh schon keinen Platz mehr habe. Ihr seht schon, ich muss die hier schon so stellen, damit es überhaupt irgendwo geht. Und ich habe schon 10 Regale gefühlt in meinem Zimmer. Jetzt habe ich auch noch welche im Nachbarzimmer und es geht irgendwann einfach nicht mehr. Ne? Auf jeden Fall gab es den dritten Band von Im Namen der Meerjungfrau. Ganz nett. Sie sind weitergereist, sie haben natürlich einen neuen Gefährten bekommen. Das war Yurai, also ist auch er hier auf dem Cover. Und ja, ich weiß gar nicht, warum ich das angefangen habe. Es sah am Anfang ziemlich cool aus. Mittlerweile ist es so ein bisschen so, ich weiß nicht, für mich nicht so ansprechend. Ich habe auch keine Ahnung wieso, vermutlich einfach, weil es mir zu easy alles läuft oder zu kindlich, kann auch gut sein, die ganze Storyline und so. Ich mag es lieber, wenn die Charaktere schon ein bisschen älter sind und dann auch eine gewisse Reife haben und so alles, also, ne. Und ich finde, es hat irgendwie was von Mermaid Melody, der ja jetzt auch neu aufgelegt wurde. Sorry, das ist die Heizung.
Und ja, ich freue mich jetzt nicht so krass jeden Monat drauf, wenn der rauskommt. Wir warten jetzt kurz, bis es vorbei ist. Ist vorbei. Dann gab es den dritten von Verliebt in mehr als dein Gesicht. Super süßer Zeichenstil. Ich weiß auch immer noch nicht, wo ich diese Mangaka schon mal gesehen habe oder was sie schon mal gemacht hat. Das kommt mir übelst bekannt vor auf jeden Fall. Sehr süßer Band. Sie kommen sich natürlich näher. Aber irgendwie ist da immer noch, der ist immer noch nicht befreit von seinem Instagram-Account und allem. Er muss immer noch die Schule vertreten, deswegen darf die Beziehung noch nicht offiziell sein und so. Es ist ein bisschen sehr viel Fantasy, also sehr unrealistisch, aber irgendwie mag ich das in diesem Manga so, wenn es zu krass unrealistisch wird, dann finde ich schon wieder, Aber das hier, sehr süß auf jeden Fall. Und die Charakter sind sehr hübsch designt, finde ich sehr gut. Dann gab es den zweiten von Liebe in Zeiten der Taisho-Ära. Ich habe es noch nicht zu Ende gelesen, ich habe es angefangen. Der erste hat mich echt beeindruckt, weil ich es super witzig auch fand. Zeichenstil ist jetzt nicht so meins. Ist ein bisschen hart, finde ich, bis für so ein für so Shoujo-mäßiges, aber super süße Storyline bis jetzt und auch mit Comedy, finde ich, mit Humor genommen. Alles. Also daher kann ich euch empfehlen, der ist gut. Fast alles ist gut, sonst würde ich es nicht lesen, aber ja. Dann der siebte von Cinderella Closet, den habe ich schon gelesen. Muss auch sagen, ganz süß. Irgendwie war es mir gerade so bei diesem ein bisschen unangenehm, den zu lesen, weil dieses Pärchen schon fast zu süß ist und naiv und alles perfekt sieht und ha. Und außerdem war da so eine Eifersuchtskiste zwischen Kurutaki und Hikaru, wo ich mir dachte, ah, unangenehm, sehr unangenehm. Und ich weiß nicht, wenn ich Haruka wäre, ob ich das so nice finden würde von meinem Freund, dass der das so eine Szene draus macht. Schwierig. War noch nie in so einer Situation, wird bestimmt noch nie passieren, aber fand ich schon sehr uncool. Tatsächlich. Und sie planen auf jeden Fall jetzt zusammenzuziehen und ich finde auch außerdem die Frisur von Hikaru in diesem Band irgendwie scheiße. Ich finde es ein bisschen zu lang. Also, war so semi-optimal, dieser Band, fand ich für mich persönlich jetzt. Dann habe ich den auch noch leider nicht gelesen. Das ist Tokyo Aliens Band 5. Hat ja im letzten mit so einem richtigen Cliffhanger quasi geendet. Und deswegen freue ich mich immens auf diesen hier. Einfach weil ich wissen will, was Amamiya da jetzt im Schilde führt. Er lässt den Jungen, dessen Namen Akira, lässt er da so fast krepieren und steht einfach daneben. Dann dachte ich mir schon so, what the fuck is happening? Aber ja, da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Und außerdem mag ich die Farbe. Ich mag es irgendwie, wenn die so orange sind. Ich mag so grelles Orange irgendwie voll gerne. Und dann gab es auch noch den fünften von Aufgeweckt mit einem Kuss. Ganz süß. Sie sind ja jetzt zusammen und alles und machen ihre Klassenfahrt da zusammen. Da kommen sich näher oder auch nicht. Und ja, war ganz nett. Also ich bin immer noch kein Fan von dieser Stiefgeschwisterkiste. Klar, es ist legal und alles, jeder wie er möchte. Und es ist auch süß. Aber irgendwie ist es bei mir am Anfang immer so schwierig, sich das vorzustellen, weil ich weiß nicht, wenn jetzt eine Freundin zu mir kommen würde, ja, ich bin mit meinem Stiefbruder zusammen, glaube ich, würde ich auch erstmal eine Zeit lang brauchen, um das so zu verstehen oder einfach mich daran zu gewöhnen, weil es klingt komisch, das Wort Bruder in diesem Satz noch mit, also falls ihr versteht, was ich meine. Deswegen bin ich diesen Serien immer sehr skeptisch gegenüber, aber die meisten sind echt gut. Ist besser als Cousin und Cousine, wie bei My Magic Fridays oder so, das ging gar nicht, fand ich jetzt persönlich. Dann gibt es ja noch diesen neuen Verlag. Crunchyroll, ich weiß nicht, ob die Kase übernommen haben oder sich einfach mit denen zusammengetan haben. Da habe ich zwei Sachen. Da habe ich tatsächlich meine neue Reihe angefangen, die heißt Mars Red. Habe ich auch noch nicht gelesen, die liegt hier schon einen Monat oder so. Es sah aber auf jeden Fall sehr cool aus und es ist von einem Zeichner, den ich super, super cool finde. Ich glaube, der hat gemacht Kinder des Fegefeuers, falls wem das sagt. Und noch mehr, aber ich wüsste. Also, ich kenne ihn gerade nur vom Kinder des Fegefeuers und ich mag seinen Zeichenstil sehr gerne.
das hat mich so überzeugt und an sich die Storyline klang richtig, richtig sick. Deswegen freue ich mich da auf jeden Fall schon drauf. Und dann den zweiten von Ohne dich geht es nicht. Sehr süß. Den habe ich tatsächlich mal in Australien angelesen, als ich da war und dachte schon, nimmst du den mit? Und dann dachte ich, nee, den kriegst du ja dann hier in Deutschland nicht. Und zack, bringt Crunchyroll den raus. Ganz süß. Diesmal, das war auch schon wieder so eine Kiste. Sie sind auf einem Date und er bringt seine kleine Schwester mit. Oder sie lädt sich selber ein, ne? Und das ist so eine merkwürdige kleine Schwester, die ihren Bruder quasi als ihren Freund sieht und die Freundin hasst und fertig machen will und wegekeln will, weil die soll ihren Bruder nicht wegnehmen, so, ne? Könnte ich verstehen, wenn die so 6 wäre oder so. Aber die ist ja 14, 15, keine Ahnung. Und da war ich so, okay. Mega weird. Ich weiß, ich würde bei meinem Bruder das nie machen. Und die Hauptfigur hier, Satomi, ist ja genauso drauf und denkt sich auch so, what the fuck is going on? So, niemand würde sich so verhalten. Deswegen war ich, es war schwer für mich, diesen Teil zu lesen. Einfach weil ich dachte, oh mein Gott, was geht hier gerade ab? Aber der Rest an sich, sie als Couple sind immer noch irgendwie süß. Also ich mag auch ihn voll gerne. Einfach so. Deswegen. Dann kommen wir jetzt zu, was auch immer, Carlsen. Da habe ich auch wieder was Neues angefangen. Sakamoto Days. Den habe ich auch noch nicht zu Ende gelesen. Der liegt schon ewig hier. Einfach weil ich nicht dazu gekommen bin oder im Moment wegen der Uni nie vor 1 Uhr im Bett bin und dann keinen Bock mehr habe. Aber der war auf jeden Fall, die ersten paar Kapitel, die ich gelesen habe, waren jedenfalls sehr funny. Und ja, der sah cool aus, deswegen habe ich mir gekauft, obwohl ich ja normal nicht so. Ich habe sehr wenig Action-Mangas. Wie ihr seht, das hier ist alles Shoujo und Action steht auf der anderen Seite ein paar. Deswegen, ich bin da sehr basiert auf Mädelskram. Dann gab es, das ist doch, doch, gab es noch die Schokohexe. Neuer Band. Underglaze. Wieder super schönes Cover. Ich weiß nicht, wie lange ich die jetzt schon sammle. Bestimmt 6 Jahre oder so. Und sie könnte wirklich, ich dachte, das wäre der Endband. Es hatte so den Vibe von dem Endband, aber es ist natürlich nicht der Endband. Wer hätte das gedacht? Surprise! Es geht noch weiter und for real, es könnte so langsamer gegen Ende schlendern, einfach weil die Reihe schon Ewigkeiten läuft. Klar, die bringt nur jedes halbe Jahr ein Band raus, aber langsam dürfte es doch ausgeschöpft sein, die Idee oder die verschiedenen Schokoladen und Storys, die man da bringen kann. Außerdem bin ich halt nicht mehr so der Fan von der Zeichnung und es ist halt, wie gesagt, ein bisschen für Kinder gemacht, finde ich. Und ich bin einfach nicht mehr 16, 14, keine Ahnung, wie alt ich war. Deswegen, ja, ich kaufe das nur noch, weil ich nicht schon wieder eine angefangene Reihe da stehen haben will und ich es an sich ja schon irgendwo gerne lese im Inneren. Dann, der war richtig gut, der zweite von Phantom Seer. Ich habe den tatsächlich nur auf dem Schirm gehabt, weil ein Streamer, den ich schaue, den super krass empfohlen hat und gelobt hat. Ich so, okay, liest du den? Der erste war schon cool, hatte ein bisschen was von Jujutsu Kaisen. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt. Aber er ist richtig gut. Ich hoffe, der kommt auch irgendwann als Anime raus. Und zwar ist es einfach. Wie heißt sie? Ich bin so scheiße darin, mir Namen zu merken. Riku. Die ist ja so eine Winketatze. Ich dachte, wer hat das übersetzt? Was das? Was ist das für ein Wort? Aber sie ist so eine Winketatze und zieht ja Geister und was auch immer, das da sind, Dämonen oder keine Ahnung, zieht sie ja magisch an. Wie zum Beispiel die eine bei Noragami, deren Namen ich auch schon nicht mehr weiß. Und die haben dann auf jeden Fall so einen Geist, Dämon, was auch immer, sind, getroffen. Einen, den Yuri, er hier schon Ewigkeiten sucht, jagt, die heißt Tausendhand. Er heißt Tausendhand, ich weiß nicht, ob es raus. Und die hat natürlich einige Winkelkatzen gefangen genommen. Und das ist ein epischer Fight, sehr cool. Und Riku ist nicht so eine, die dann nur daneben steht, wie ich das von so vielen Leuten aus anderen Serien kenne, die dann einfach nur daneben stehen, weil sie halt diese Kraft haben oder als Deko und einfach nur dastehen, wo ich mir denke, warum bist du hier? Aber sie kämpft halt aktiv mit, was ich sehr cool fand, dass sie das auch gemacht hat und dass sie tatsächlich Kräfte hat, auch besitzt,
Deswegen, ich hasse Leute, die dann rumsitzen, die dann nur beschützt werden müssen. Das ist nervig. Aber der hier war auf jeden Fall sehr cool. Ich muss auch sagen, ich freue mich richtig auf den dritten. Obwohl dieser hier echt teuer ist. Ich habe gesehen, die wollen jetzt die Manga-Preise nochmal annehmen. Ich dachte, wie soll ich das machen? Ich mit meinem Studenten-Dasein ohne Job und so, was schon ziemlich kacke ist, aber ja, kriegt man irgendwie hin. Dann, finally, der letzte von Chocolate Vampire. Der letzte. Ich finde es irgendwie mies von mir, dass ich mich so über dieses Ende dieser Reihe freue, aber einfach, es war Zeit. Es war wirklich einfach Zeit. Und in diesem hier, ja, ging es halt noch um so die Bereinigung der, wie heißt das, Nachwirkungen dieses Kampfes, also sich mit der anderen Familie ein bisschen versöhnen und auf dem Campus noch Ordnung schaffen und deren Beziehung retten und so. Und natürlich, wer hätte es gedacht, Spoiler für alle, die es noch lesen, ne, sie heiraten, aber ich denke, das war eigentlich jedem schon klar, der den ersten Band geöffnet hat. Und ich muss sagen, ich mag diese Reihe irgendwo, aber irgendwo auch nicht. Dafür, dass sie Miyako gemacht hat, mochte ich die Miyako viel, viel lieber als das hier. Ich finde das wieder so kritisch, weil er ist 14 und sie ist 15, 16, 18, keine Ahnung. Und wenn sie 16, also ich weiß nicht, wie alt sie ist, aber die haben ja einen Altersunterschied. Und allein dadurch, dass er auch so gezeichnet ist, seine Klamotten, diese kleinen Schuluniformen, diese wirklich für kleine Kinder. Und ich denke, ach, das kannst du nicht bringen. Und dann sein super männlicher Macho-Charakter, der was auch immer Shio am liebsten die Klamotten vom Leib reißen würde. Und ich denke, das passt so für meine Vorstellung gar nicht. Gar nicht. Außerdem finde ich es immer ein bisschen ätzend, dass die in allen Serien, wo Vampire vorkommen, das so übel sexualisieren und alles, dass das was richtig Intimes ist und kann ja gut sein. Aber das wird so übertrieben auf die Spitze getrieben, wo ich mir denke, nee, wie bei, für die Leute, die Diabolik Lover geguckt haben, wie ungefähr da. Denke ich so. Muss nicht sein. Muss wirklich nicht sein. Für mich ist es ein bisschen übertrieben. Und außerdem auch hier wieder, dass die dann, dass die so heiraten, klar. Aber schwierig. Also gut, dass diese Reihe vorbei ist, weil dann der 32. Band von Black Clover. Ich freue mich ja immer auf Black Clover, obwohl ich sagen muss, dass es mir oft schwer fällt, mich daran zu erinnern, was davor passiert ist, weil da so viel Zeit zwischenliegt. Genauso wie es mir bei Yona geht und allem. Boah, nasty, Alter. Ich staube hier. Ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß gerade nicht mehr so genau, worum es geht. Also sie kämpfen immer noch gegen die Teufel im Königreich Hart. Nee, doch. Ich meine schon. Ich bin mir gerade nicht sicher. Und da ist ja gerade, sie wollten ja verhindern, dass Lucifer, oder wie auch immer der heißt, aufersteht. Sie dachten, sie hätten es geschafft. Ich dachte, sie hätten es geschafft. Nächste Seite, nicht geschafft. Und ich denke mir, nice, wozu alles, wenn das nicht funktioniert? Und natürlich ist dieser Teufel so overpowered, dass da niemand mithalten kann, außer Asta, Yuno und ich glaube Yami. Und das war's. Und ich bin so, Digga, wir haben uns 10 Bänder jetzt diesen Feind angeguckt, um zu verhindern, dass das passiert und dann passiert es trotzdem. Aber das habe ich so oft bei so Serien, dass ich mir denke, wozu alles davor, nur damit es dennoch passiert. Also, trotzdem sehr spannende Reihe. Ich schwöre, ich weiß nicht, was meine Heizung heute hat. Aber ja. Dann die neuesten zwei, die habe ich auch noch beide nicht gelesen. Der 12. von My Boyfriend Orange. Ich mag die Reihe ja echt gerne, aber auch hier finde ich es so schwer, mich daran zu gewöhnen, dass er fast 10 Jahre älter ist als sie. Ich weiß, in Mangas herrschen andere Gesetze, andere Regeln. Aber stellt euch mal bitte vor, ihr habt eine Freundin, die ist 16. Ihr seid 16, ihr geht in die 10. oder so. Die kommt an und sagt, ich date jemanden, der ist 28. Oder lass ihn jünger sein, 24, 26, irgendwas um den Dreh. Da würdet ihr doch auch erstmal gucken, so, was geht denn da ab? Das käme doch erstmal richtig weird. Also, übelst. Deswegen, ja, aber sie sind super cute zusammen und, ja, ich weiß seinen Namen schon nicht mehr. Ey, der Feuerwehrmann.
ist ja so hübsch einfach. Ich mag seinen Artstyle, ich mag den ganzen Artstyle hiervon richtig gern. Deswegen ist es ein Grund weiterzulesen. Aber die Mangas werden auch immer dünner und kosten immer mehr. Deswegen, ja, bald werde ich eine Niere verkaufen müssen, um alle weiterlesen zu können. Und einer, den ich erstaunlich dick fand, Promised Cinderella. Habe ich auch noch nicht gelesen. Der ist super dick und kostet genauso viel wie der super dünne. Ich habe ihn noch nicht gelesen, aber allein weil er so dick ist, freue ich mich richtig darauf. Das wird episch, hoffe ich mal. Und ja, ich glaube, das wäre es eigentlich für diesen Monat, für dieses Jahr. Ich gucke, dass ich das noch vor Silvester hochlade. Ich hoffe, ihr habt alle ein schönes Jahr gehabt. Ich hoffe, ihr habt jetzt alle ein noch schöneres 2023. Und ja, lasst mir gerne ein Follow da. Ich freue mich auch immer über Kommentare, damit ich nicht die Einzige bin, die sich so über Mangas freut oder hier mit sich selbst unterhält. Und ja, dann hoffe ich, sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video.